Nec tua praeta te capis in texere quid pam facta quea dictis ut non majora super sint. Est nobis voluntatis. Nec munera prava respueris non ego sim sadis ad tante. Ich wollte wohl ruhig sein. Preconia laudis reliquo non si prescribat carmina phoebus. Leider, Majestät, weint Phoebus heute Regen. Sie sind unsere einzige Sonne. Sire, die Huldigung ist nun beendet. Los! Kannst nicht glauben, er hat nicht mehr zu uns gesprochen. Das ist eine Beleidigung, Maximilian. Robespierre de Moulin, Ruhe jetzt, einreihen! Muss selbst Fortuna erblassen. Sie bringen mir Glück, Madame de Polignac. Das Spiel ist gemacht. Ein paar Könige. Euer Majestät hat verloren. Oh, schon wieder ruiniert. Jetzt müssen wir dem armen Mann sagen, ich kann meine Schulden nicht begleichen und er muss für mich bezahlen. Immerhin bin ich ja seine Frau. Seine Juwelen.
Ich weiß sehr wohl, Monsieur Necker, dass wichtige Angelegenheiten zu bereden sind. Es ist ein Faktum, Euer Majestät, dass sich die Nation als Ganze mit jedem Tag tiefer in Schulden stürzt. Die Kosten des Hofes, Ihrer Majestät persönliche Ausgaben, unsere Beteiligung am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, das sind insgesamt Kosten von 2000 Millionen Livre. Der Ausblick in unsere Zukunft, Sire, wenn ich mir die Freiheit einer Zusammenfassung nehmen darf, ist nicht anders als trostlos zu nennen. Und wie lautet Ihr Rat, Monsieur Necker? Offen gestanden, Sire, sehe ich nur zwei Möglichkeiten. Eine ist, unsere Schulden nicht anzuerkennen und die Konsequenzen entsprechend in Kauf zu nehmen. Nein, Monsieur Necker. Und der zweite Vorschlag? Die Generalstände einzuberufen. Es ist die einzige Körperschaft im Land, die Macht hat, die Steuern zu erheben, die wir brauchen, um die Schulden zu begleichen. Eine Einberufung der Generalstände, das gab es zuletzt vor 150 Jahren, Monsieur Necker. Sire, ich sehe keine Alternative. Ihr braven Leute, wir erstellen heute am 6. März alle gemeinsam das offizielle Beschwerdeheft für diese Pfarrgemeinde. Alle Männer, die 25 oder darüber und als Steuerzahler erfasst sind, sind aufgerufen, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Ich stelle mich zur Wahl. Es ist unsere heilige Pflicht, seine Majestät, den König, darauf hinzuweisen, wenn etwas innerhalb seines Reiches nicht zum Rechten steht. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Ich hab jetzt genug davon, Steine hin und her zu schleppen, bloß weil es meinem Lehensherrn so beliebt. Ja, er hat recht. Ihr meint, sinnlose Pflichten gehören abgeschafft. Ja, so ist ganz es. Recht. Und die Salzsteuer auch. Weshalb werden wir gezwungen, Salz zu kaufen, das halb verfault und versaut ist? Ja, das Salz Lasst ist nicht wert. Lasst uns Zeit, es schriftlich festzuhalten. Ich bitte es euch. Es gehören alle gleich besteuert. Ich bin Arzt und muss Steuern abführen. Warum sind Adel und Klerus davon ausgenommen? Das ist richtig. Warum zahlen die nicht? Und warum erhalten nur Mitglieder des Adels ein Offizierspatent in der Armee? Wir wollen freien Zugang zu allen Rängen der Armee. Ebenso wie im Staatsdienst und in der Kirche. In der Kirche? Ja, sicher. Warum nicht? Was hast du geschrieben, Camille Dumoulin? Abschaffung der Privilegien, keine weiteren Erniedrigungen und gleiche Rechte für alle. Ja, sehr gut. Und die Freiheit! Ja, Freiheit! Ja, Freiheit! Ja, Freiheit! Ja, Freiheit!